So, wir sind wieder live. Live mit unserer Huntington-Themenwoche auf Instagram. Und ich freue mich, wenn wieder viele Leute dazu stoßen hier in unserer dritten Folge zur Huntington-Krankheit. Und diesmal mit der Michaela Winkelmann. Das ist die Vorsitzende, die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe. Und für alle die, die vorher vielleicht noch nicht zugeguckt hatten, wir haben angefangen am Dienstag mit dem Professor Landwehrmeier darüber zu sprechen, was denn die Huntington-Krankheit ist. Und er hat uns da schon ein bisschen was erzählt davon, dass es eine vererbbare neurodegenerative Erkrankung ist, die um das 40. Lebensalter ausbricht und dann innerhalb von ungefähr 20 Jahren zum Tod führt. Diese Krankheit ist, ja, wie schon beschrieben, unheilbar und trotzdem ist sie in Deutschland mehr oder weniger unbekannt. Und der Mai ist der Huntington Awareness Monat und wir wollen zusammen mit unseren Gesprächspartnern dafür sorgen, dass die Huntington-Krankheit ein bisschen mehr bekannt wird unter den Leuten. Ich schau mal, ob meine Gesprächspartnerin schon dabei ist, ob sie, ja, ich sehe, ich hole sie mal dazu. So. Da. Hallo, Michaela. Ja, hallo Joachim, ich grüße dich. Sehr gut. Das heißt, du hörst mich, ich sehe dich und höre dich. Das heißt, es hat alles gut technisch Wunderbar, geklappt. Technik steht, sehr gut. Super, dann vielen Dank, dass du auch mit dabei bist. Du hast ja wahrscheinlich gestern und vorgestern uns auch schon verfolgt. Und wir haben da schon verschiedene Facetten der Huntington-Krankheit beleuchtet. Und heute wollen wir nochmal eine dritte beleuchten. Also nicht nur, was ist die Krankheit, wie geht es den Betroffenen, sondern wie ist denn die Situation in Deutschland? Und das geht natürlich am allerbesten mit der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Huntington-Hilfe, die da den besten Überblick darüber hat. Ich gehe mal einmal hier kurz rüber und mache es mir bequem, damit die Kamera nicht so wackelt. Und ja, ich habe dich gerade schon vorgestellt. Du bist die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe. Und ihr schreibt auf eurer Webseite, also ihr versteht euch als Selbsthilfeorganisation für die Huntington-Krankheit und auch nicht nur für Leute, die die Huntington-Krankheit haben, sondern auch deren Angehörige, Experten, Mediziner, Therapeuten und alle, die irgendwie in Berührung mit der Huntington-Krankheit kommen und deren oder einfach Interessierte. Jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, wie viele Menschen in Deutschland sind denn von der Huntington-Krankheit betroffen und welches Ziel habt ihr als Verein? Ja, also erst einmal vielen, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, als Deutsche Huntington-Hilfe oder auch in dieser Woche mit dir, mit dem DZNE, diese Themenwoche zu machen. Das hätten wir uns ja vor knapp 2 Wochen auch noch gar nicht erträumt. Also vielen Dank für die Gelegenheit erstmal. Und über diesen Kanal, dieses Medium ist für uns Neuland. Probieren wir alle super gerne aus, machen wir gerne mit. Du hast gesagt, ich bin die Vorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe. Das ist genau richtig. Ich bin jetzt im Vorstand schon seit 2014, im Vorsitzende bin ich seit 2017. Das ist ein Ehrenamt, möchte ich erstmal dazu sagen. Also das mache ich nebenher, neben meinem Hauptjob. Mache es aber mit total viel Herzblut, weil ich auch selber aus der Huntington-Familie komme. Selber auch das miterlebt habe als Kind, als Teenager, als junger Erwachsener, wie das ist, eine Huntington-Familie aufzuwachsen. Habe da meine eigenen Erfahrungen gemacht und die möchte ich einfach auch gerne weitergeben. Und dafür habe ich mich für dieses Amt entschieden. Die Deutsche Huntington-Hilfe, du hast gerade gefragt, wie viele Betroffene gibt es eigentlich in Deutschland? Das war die Frage. Die Zahlen schwanken, man weiß es nicht so genau. Ich höre immer wieder 10.000. Die Bandbreite liegt aber zwischen 8.000 und 14.000 Erkrankten. Die kennen wir nicht so genau. Es sind immer Schätzungen, Hochrechnungen von unseren Ärzten und Wissenschaftlern. Und wie du hast auch schon gesagt, es geht nicht nur um die Betroffenen, sprich die Erkrankten, sondern auch um die ganzen Familien. Und wir rechnen neben den 10.000 Betroffenen etwa mit 5-mal so vielen Menschen in Deutschland,
die entweder das Risiko haben, sprich also die direkten Kinder von denen sind, oder die auch wissen, dass sie das Gen haben, die heute noch keine Symptome zeigen, die Genträger sind, Mutationsträger sind. Und das sind nochmal etwa 40.000 in Deutschland. Also schon, wir würden Stadien füllen, wenn wir die alle mal zusammenbringen würden. Okay, und genau. Du hast ja eingangs gesagt, also ungefähr 10.000. Auf der Webseite steht, ihr habt 1.700 Mitglieder ungefähr. Das ist ja schon ein ganz ordentlicher Prozentsatz. Ich glaube, das wird man bei keiner anderen Krankheit ungefähr sehen, an so ein hoher Schön, Prozentsatz dass an du das so Leuten. siehst. Ja, also ich sage, also das ist richtig, genau. Also wir sind als Verein Deutsche Huntington-Hilfe bundesweit aktiv, haben etwa 1.700 Mitglieder aktuell. Darunter sind Betroffene wie Familienangehörige, aber auch Ärzte, Forscher und Therapeuten. Okay. Auch Pflegeeinrichtungen sind bei uns Mitglieder. Und so gesehen, gerechnet gegen die 10 plus x-tausend, die nicht Mitglieder sind, da sehe ich es eher umgekehrt und sage, uns fehlen noch ganz viele Mitglieder. Wir haben noch Platz in unserer Mitgliederliste für viele weitere. Natürlich freuen wir uns über die, die wir erreicht haben, aber auch andere sind noch immer herzlich willkommen oder können sich als gemeinnütziger Verein stehen wir allen zur Seite und zur Verfügung und mit Rat und Tat zur Seite. Genau. Wir haben ja gestern von der Alina schon gehört, die Community der Huntington-Erkrankten ist sehr stark und sie hat da auch immer wieder die Deutsche Huntington-Hilfe erwähnt. Welches Ziel habt ihr denn, also was wollt ihr denn geben den Leuten? Ja, auch da möchte ich gerne noch einmal aushören. Die Deutsche Huntington-Hilfe wurde bereits 1970 gegründet. Das ist jetzt über 50 Jahre schon alt. Und das war eine Gründung damals aus Betroffenen, aus Familien, aber auch schon damals aus Ärzten, die das ins Leben gerufen haben. Und einfach um eine Anlaufstelle zu bieten und Aufklärung zu betreiben für die Huntington-Erkrankung und dafür zur Verfügung zu stehen. Also das ist unsere wesentlichen Aspekte sind die Selbsthilfe, eine Anlaufstelle zu sein, auch regional vertreten zu sein, wo Menschen sich Informationen holen können. Wir haben auch eine bundesweite Geschäftsstelle, wo man sich individuell beraten lassen kann. Und darüber hinaus sind wir auch politisch aktiv. Wir sind die Patientenvertretung, Interessensvertretung für die Huntington-Gemeinschaft in Deutschland. So haben wir unter anderem auch den Sitz im GBA, in dem Arzneimittelausschuss als Patientenvertreter für Huntington. Oder wann immer uns suspekte Geschichten zu Ohren kommen, dann sind wir da und sorgen dafür, dass diese Missstände einfach aufgeräumt werden und behoben werden. Ja. Und das sind unsere wesentlichen Punkte, unsere wesentlichen Ziele. Wir haben ja gestern den Fall von Alina gehört und sie hat uns beschrieben, wie sie mit der Huntington-Krankheit umgeht, welche Probleme es gibt und all das drumherum in der Familie. Was ist denn bei euch, also was ist die Sachen, mit denen sich die Menschen tagtäglich an euch wenden, mit welchen Problemen haben die Huntington-Erkrankten und die Angehörigen zu kämpfen? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir werden häufig zum ersten Mal kontaktiert, wenn wirklich das Thema Huntington-Diagnose in einer Familie neu aufkommt. Noch immer ist es so, dass in den Familien wenig über Huntington gesprochen wird und dass doch viele überrascht sind und dass quasi neue Fälle, neue Familien auftauchen, die von Huntington nicht viel wissen. Wenn wir dann zwei, dreimal nachfragen, kommen wir dann doch dazu, dass wahlweise der Opa, die Oma schon Anzeichen hatte, wo wir darauf deuten würden. Es gab auch schon in früheren Generationen die Huntingtoner Krankheit oder Anzeichen dafür, die vielleicht nicht richtig diagnostiziert wurden. Und die Familien kommen zu uns, suchen Rat, suchen Anlauf, sind vermutlich erstmal am Boden zerstört in häufigen Fällen und brauchen erstmal Orientierung. Und was wir auch immer haben, ist ein offenes Ohr, ein offenes Herz für diese Menschen, um ihnen zu zeigen, dass sie eben nicht allein sind mit diesem Schicksalsschlag, um damit klarzukommen. Wir informieren die Familien und geben ihnen auch dann häufigsten Fragen, die wir erhalten. Wo sind denn Ärzte? An wen kann ich mich wenden? Mit wem kann ich mal reden? Wer sind Austauschpartner für mich? Aber auch schon sehr konkrete Fragen können da sein, Richtung, wie bekomme ich eine Erwerbsminderungsrente, einen Schwerbehindertenantrag? Was steht mir zu? Wo bekomme ich finanzielle Hilfe? Bis hin, also neben der Versorgung, auch ja, mentale Unterstützung. Wie komme ich mit meiner Situation klar? Was mache ich und wie gehe ich mit meinem Arbeitgeber um? Das ist wirklich eine breite Palette an Fragen, an Themen, die da zu uns kommen. Und wir freuen uns über jeden, der zu uns findet, haben da wieder das offene Ohr, nehmen uns ganz viel Zeit für die Gespräche, hören zu. Und das wird auch von den Familien immer wieder sehr gern angenommen, dass wir einfach mal da sind, dass wir verstehen, dass man nicht groß
groß erklären muss, sich seine Situation erklären muss, sondern dass da jemand ist, der weiß, worüber man spricht und der einfach mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Was sind denn die Hauptanliegen? Also geht es eher um die Physis, also darum, Ratschläge im Gesundheitsbereich zu geben oder Mediziner zu vermitteln? Oder ist es doch auch viel ja, seelische Probleme, die dann die Psyche belasten? Beides, genau. Also noch immer stellen wir auch fest, es ist das Jahr 2021 und dass Hausärzte mit Huntington nicht viel anfangen können. Das kann ich auch verstehen. Jeder einzelne Hausarzt hat bei einer seltenen Erkrankung, weiß nicht, einen Patienten, zwei, wenn überhaupt, oder kennt eine Familie vielleicht oder hat Huntington mal im Studium gehört. Das heißt, der einzelne Hausarzt hat nicht das aktuelle Wissen. Blöderweise sind dann auch einige darunter, die dann nicht weiter verweisen. Es gibt Huntington-Zentren, es gibt eine deutsche Huntington-Hilfe. Da fällt es den Familien wirklich schwer, erstmal den Einstieg zu finden in die Hilfe, die ja vorhanden ist. Ja, dann kommen auch wirklich die Familien zu uns, wollen medizinischen Rat, den können wir nicht geben. Wir können nicht zu Medikamenten Tipps geben, das steht uns einfach fern. Wir können auch gar keine Ferndiagnose machen. Das geht alles nicht. Dann können wir schon, was wir haben eine Datenbank und unsere lokalen Kontakte, regionalen Kontakte, können dann diese vermitteln. Aus der Institution in Stuttgart, in der Region Stuttgart, wer sind denn hier Neurologen, die mit Huntington Erfahrung haben? Wir empfehlen ja auch nicht, wir sagen nur, wer Erfahrung hat. Natürlich muss jeder seine eigene Erfahrung mit dem jeweiligen Arzt dann machen. Oder wo sind Therapeuten, wo sind Pflegeeinrichtungen? Da können wir Kontakte vermitteln, das machen wir auch. Ja, da kommen recht viele Anfragen. Und natürlich verweisen immer auch wieder an die Huntington-Zentren, wo halt auch wirklich neben den regionalen Ärzten, Therapeuten auch dann die Experten zu finden sind. Da vermitteln wir dann die Kontakte hin. Ja, aus der Richtung kommen Fragen. Die psychischen Geschichten, was bei uns aufkommt, das verwundert vielleicht einen oder anderen in der Runde hier, Notfälle. Also wirklich zu den Symptomen der Huntington-Erkrankung gehören ja auch Aggressivität. Und das kann wirklich sein, dass Familien so lange das hinausgezögert haben, dass das aggressive Verhalten so schlimm wird, dass die Familie einfach nicht mehr weiter weiß, was kann ich jetzt machen mit meinem Erkrankten. Ich halte die Situation zu Hause nicht aus, der tyrannisiert uns alle. Und lässt aber keine Hilfe zu, weil er selber die Krankheitseinsicht fehlt. Solche schweren Fälle haben wir durchaus auch. Da können wir ja aus der Zentrale aus Duisburg jetzt nicht helfen, aber wir haben dann die regionalen Kontakte, wissen, wohin man die Leute vermitteln kann, bis hin dazu, wir holen jetzt einfach die Polizei und wir helfen ihnen da aus der Situation. Das sind dann die schon ganz, ganz schweren Fälle, dazwischen diese psychischen oder auch einfach so Leute, die nicht mehr weiter wissen, die auch wirklich am Telefon in Tränen ausbrechen, das kommt vor, die mit der Situation überfordert sind und einfach mal jemanden brauchen, der zuhört. Und das funktioniert dann auch ganz gut, dass wir dann für die Leute da sein können oder auch wirklich mal, und wir reden nur mal eine Stunde, das hilft. Also man kriegt ja mit, und gestern haben wir es auch gehört, es ist ja noch viel mehr eine Krankheit, die die ganze Familie betrifft, als bei anderen Schicksalsschlägen. Also da ist es ja natürlich so, dass wenn was passiert, die Familie immer mitleidet. Aber in dem Fall ist das Mitleiden ja sogar noch höher oder noch gravierender, weil es ja durch die Vererbbarkeit sehr gut sein kann, dass man selber als Angehöriger auch betroffen ist. Wie geht es in den Familien dann vor? Also was kriegen Sie so mit, wie die Krankheit die Familien verändern? Also in einer Familie nehmen wir wahr, dass neben dem Erkrankten, dem sich vieles dreht, dass jeder andere Familienangehörige seine eigenen spezifischen Bedürfnisse hat. Dass ein Angehöriger aus der Partnerschaft, die verändert sich. Er hat den Ansprechpartner nicht mehr, mit dem er den Austausch machen könnte. Wie gehen wir mit Problemen, mit Situationen um? Das funktioniert nicht mehr so gut. Eigentlich dann, wenn es genau nötig wäre. Man hat die Situation, dass man Anträge stellen muss, wo man gar nicht darauf vorbereitet ist als Angehöriger. Ärzte alles organisieren, das ist eine große, große Aufgabe für Angehörige. Wir haben die Kinder oder die jungen Menschen in Huntington-Familien, die zusehen, wie das erkrankte Elternteil fortschreitend weiter erkrankt und wie man
die Sprache verliert, wie man nicht mehr in der Lage ist, zu sprechen, zu schlucken, und selber dadurch den Spiegel vorgehalten bekommt, wie man eventuell selber enden könnte. Das ist für Kinder eine super schwere Situation. Und dann kommen wir in die Konstellation, das gesunde Elternteil macht sich Sorgen um die Kinder wollen über ihre eigene Zukunft Entscheidungen treffen, Lebensplanung steht an. Was mache ich mit Thema Kinderwunsch, frage ich Familienplanung, wie rede ich mit meinem Partner? Da hat jeder so viele verschiedene Fragen. Ich möchte gar nicht über Schwiegereltern und sonstige Menschen drüber nachdenken, die auch noch in diesem Umfeld, diesem sozialen Umfeld von Huntington Familien mit dabei sind und alle ja wichtig sind um die Familie drumherum, aber auch jeder Unterstützung braucht und sie auch suchen sollte. Ja, Familienplanung wäre das nächste Thema gewesen, worauf ich eingehen wollen würde, ist genau, also man vererbt es. Ja, wie viel nimmt das ein in Familienleben? Die Frage nach, sollen wir Kinder kriegen oder nicht? Also der ursprüngliche Kinderwunsch, Familienplan ist mit einer Diagnose Huntington oder mit dem Risiko Huntington dahin. Jeder hat dann für sich oder so ist sich in der Partnerschaft dann die Frage, die Herausforderung erstmal zu sortieren und zu Möglichkeiten auch kennenzulernen. Was will ich? Will ich überhaupt noch Kinder? Kann ich meinen Kinderwunsch ausleben? Welche Möglichkeiten gibt es? Wäre eine Adoption für uns eine Möglichkeit? Wollen wir trotzdem Kinder über den natürlichen Weg? Weil wir wissen, in 30, 40 Jahren, wenn das Kind mal soweit sein könnte, das Kind kann ja auch selber auch gesund sein, bis dahin ist die Forschung soweit, dass man da gut was machen kann. Da muss sich jedes Paar für sich entscheiden. Und das ist immer wieder auch ein heiß diskutiertes Thema in Foren, weil es da so viele Meinungen zu gibt. Und man bis vom hin zu, ihr dürft euch nicht vermehren, was man hört bei genetischen Erkrankungen, was ja wirklich auch im Nationalsozialismus auch ein großes Thema war, dass zum Teil Huntington-Erkrankte oder Menschen mit Erberkrankungen, darunter auch Huntington, wirklich gelistet war, dass die wurden zwangssterilisiert oder die durften einfach keine Kinder bekommen. Und das Thema ist wirklich immer noch ein großes Diskussionspunkt in der Gesellschaft. In Deutschland ist es leider so, dass sie den jungen Paaren wenig Möglichkeiten zur Verfügung stehen, gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Es gibt ja sogenannte Möglichkeiten als pränatale Diagnose, sprich die Frau ist heute schon schwanger und man würde untersuchen, ob denn das Kind im Mutterleib, ob das dann die Veranlagung trägt oder nicht trägt, genetisch. Und dann kann man dann entscheiden, ob man die Schwangerschaft fortsetzt oder nicht. Das ist in Deutschland bei Huntington verboten, weil es einfach eine spätmanifeste Krankheit ist, so heißt das. Also sprich, wird erst im späten Erwachsenenalter ausbrechen. Daher in Deutschland nicht möglich. Der andere Weg, also im Ausland wird das gemacht. Und das ist auch unsere Empfehlung, wo wir dann auch Leute oder Paare hinvermitteln ins Ausland. Was leider, leider schade ist, dass es in Deutschland nicht möglich ist. Der andere Weg ist die sogenannte künstliche Befruchtung, Präimplantationsdiagnose. Auch da kann man in Deutschland über einen Ethikantrag, kann man das für Huntington, ein jedes Paar kann eine Ausnahme für sich beantragen, kann dann künstlich befruchtet werden, sprich es werden dann nur die Embryonen eingesetzt, die das Huntington die nicht in sich tragen und kommt dann die Schwangerschaft zustande. Das ist sehr kostspielig. Die Paare müssen das alle selber zahlen in Deutschland. Gibt es leider keine finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite, von Krankenkassen, wird nicht übernommen, weil im Grunde sind das ja gesunde Menschen, die können ja Kinder zur Welt bekommen. Sie wollen halt nur gesunde Kinder. Sie wollen keine blauäugigen, keine blonden Kinder. Sie wollen gesunde Kinder ohne Huntington-Mutation. Wird leider nicht bezahlt. Und es ist halt auch eine Wahnsinnsanstrengung auch für die Paare, diesen Weg zu gehen. Und das dauert wie oft auch mehrere Versuche, mehrere Jahre und kostet 10.000, 20.000 noch mehr Euro. Also Kinderplanung ist ein großes Thema. Ja, da sind wir da als Huntington Hilfe, die Paare aufzuklären, die Möglichkeiten zu erklären, aber gleichermaßen auch den Kontakt zu vermitteln. Also wir kennen viele Paare, die den einen oder anderen Weg gegangen sind, sei es sich gegen Kinder zu entscheiden, über den natürlichen Weg Kinder zu bekommen oder auch den PND-Weg im Ausland, PED-Weg. Da haben wir die Möglichkeiten, Adoptivkinder, da können wir die Kontakte herstellen. Das ist dann auch für die Leute sehr angenehm, mal die verschiedenen Sichtweisen zu hören und dann für sich selber eine Entscheidung treffen zu können. Ja, und da geht es dann ja um die Zukunftsplanung, ob man mitunter ja auch seinen Nachkommen das zumuten will, vielleicht das mutierte Gen zu tragen. Genauso stellt sich ja vielleicht auch innerhalb der Familie die Frage,
ja, wo kommt das denn her? Und vielleicht auch, kann ich mir vorstellen, durchaus ja auch so eine Schuldfrage, die im Raum stehen kann. Also gibt es so welche Fälle? Ist das dann, fragt man dann Mama und Papa, ja, warum denn? Ja, die gibt es ganz bestimmt. Also gerade in solchen Familien, in denen vorher nicht über Handwinken gesprochen wurde, in meiner Familie ist das so. Meine Eltern waren nicht von meinen Großeltern informiert, dass mein Opa Handwinken hatte. Ich habe lange Jahre geglaubt, mein Opa ist an einem Motorradunfall gestorben. Und wir haben erst später die Unterlagen gefunden, dass mein Opa Diagnose Handwinken hatte. Das war noch, die, das, diese Briefe waren datiert vor meiner Geburt. Man hätte es meinen Eltern mitteilen können. Und natürlich machen sich die Eltern dann Sorgen. Oh je, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht auf der Welt. Wobei ich selber sage, ich bin super gerne auf der Welt. Ich bin froh, dass ihr es nicht gewusst habt. Aber natürlich die Frage ist, oder auch der Betroffene, wenn ich das Kind, dem Kind mein mutiertes Gen weitergegeben habe. Das sind Schuldgefühle, ja, natürlich, aber es ist letztendlich eine Laune der Natur und keiner macht das absichtlich und keiner will das. Und es ist definitiv nachvollziehbar, ein Stück weit unbegründet, wenn man logisch drüber nachdenkt, aber die Psyche spielt dann da ein Spiel und es ist ganz bestimmt ein Thema, ja. Dass sich die Sorge der Eltern, ich habe mein Kind da nicht beschützen können, ist ganz bestimmt gegeben. Also wir haben gestern ja von Alina erfahren, also sie hat so ein bisschen so beschrieben, als wäre die Familie dadurch enger nochmal zusammengerückt. Was ist denn, also das ist für den Fall natürlich super schön, aber was ist denn jetzt aus deiner Sicht, wo du ja so viele Fälle kennst, das Normale? Ist das der Normalfall, dass die Familie enger zusammenkommt? Also es gibt, die Bandbreite ist unendlich, aber es gibt viele Familien, die mit der Situation so sehr überfordert sind, dass sie nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen, über diese schlimme Erkrankung in ihrer Familie, wie es geht im Einzelnen damit gibt. Das ist wirklich schwer, darüber zu sprechen, mit Kindern darüber zu sprechen, diese Offenheit zu haben, diesen Mut zu haben, darüber zu sprechen, ja, sich zu öffnen. Das ist leider selten der Fall. Oder ja, wir würden es gerne mehr sehen, gerne öfter sehen. Wir nehmen eher wahr, dass noch immer die Familien auch mit nach außen schon gleich gar nicht mit darüber über Handwinken sprechen, aber auch innerhalb der Familie wird wenig gesprochen. Wie ist das denn mit, also nicht nur innerhalb der Familie, sondern außerhalb der Familie? Es gibt gibt die Gesetzeslage in Deutschland, die sagt, man darf aufgrund seiner Gene nicht benachteiligt werden. Wenn ich jetzt aber auf Instagram überall poste, ich bin Huntington-Genträger und jemand sucht danach als Arbeitgeber, suche ich mir einen Gesunden oder suche ich mir einen mit Huntington-Mutation? Ja, also schwierig, auch wenn es nicht sein darf. Aber definitiv ist es ein Thema, Diskriminierung. Oder auch gleichermaßen, wir hatten es auch, glaube ich, gestern schon bei Alina, das Thema mit der Diskriminierung im Sinne von, ist er denn schon wieder betrunken? Und da muss man einfach auch als Familie ein Stück weit erfinderisch sein. Zu erklären, es ist eine Krankheit. Manche sagen dann ist aber den Namen Huntington nicht, möchten nicht, dass danach gegoogelt wird, weil sobald ich einmal das Wort Huntington in den Mund genommen habe, dann kann ich ja gleich anhand der Familien des Stammbaums nachzählen. Okay, Vater, Opa, okay, dann aber dann doch der Onkel und die Tante und die Cousine doch eigentlich auch. Und schon weiß ich über ganz viele Leute oder zumindest kann Rückschlüsse ziehen, ob die stimmen oder nicht. Weiß man ja nicht automatisch. Aber ich kann diese Verbindung herstellen. Und deshalb ist es auch so, dass sie nicht nach außen gehen, die Huntington-Familien, um auch ihre Geschwister oder anderen Verwandten zu schützen, damit die nicht benachteiligt werden. Und das ist wirklich eine schwere Situation für uns, wo wir doch so selten sind und auf uns aufmerksam machen wollen und über uns aufklären wollen, diejenigen zu finden, die bereit sind, in die Öffentlichkeit zu gehen. Zum Glück gibt es welche, wie Alina und andere, die diesen Schritt gehen. Und die wir dann auch super gerne unterstützen dabei, mit solchen Aktivitäten in die Öffentlichkeit zu gehen. Oder auch umgekehrt, wir bekommen viele Anfragen von Presse oder TV, die wollen Dokumentationen über Huntington machen. Dann diese Anfrage zu stellen, geben wir gerne weiter, gucken nach Protagonisten und klären die dann auch gleichermaßen auf. Wenn es jetzt ein Zeitungsartikel ist, dass man irgendwie so fotografiert wird, dass man nicht wirklich sichtbar ist, dass man Namen verändert, Orte verändert, wenn man das einfach nicht möchte, dass man so Mittelwege findet, in die Öffentlichkeit gehen und sich zu schützen, da gibt es Möglichkeiten, das sind wir auch kreativ, da haben wir auch schon gute Lösungen gefunden.
Ja, für alle die, die jetzt zugucken und vielleicht nicht die Folge von gestern oder vorgestern gesehen haben. Also ein Symptom beispielsweise, deswegen hat man früher auch Weiztanz, gesagt und spricht von Chorea wie Choreografie, also vom Tanzen, weil Huntington Erkrankte mitunter so Zuckungen als Symptom haben oder es so ein bisschen wirkt, als könnten sie vielleicht betrunken sein. Deswegen ist das natürlich noch mal ganz anders, als wenn ein Mensch beispielsweise dement ist, dem man das nicht unbedingt einfach so ansehen kann, ist das bei der Huntington-Krankheit doch auch was von außerhalb ersichtliches teils. Jetzt schreiben Sie auf der schreibst du auf der Website oder du ihr als Verein, weglaufen kann man nicht vor der Zukunft und leider auch nicht vor der Erkrankung wie der Huntington-Krankheit. Das finde ich sehr stark. Also ist ein wichtiger Ausspruch. Jetzt ist es so, trotzdem ist die Krankheit unheilbar. Was können Sie denn den Leuten mitgeben? Oder was kannst du den Leuten mitgeben? Also zum einen, ich kann jeden verstehen, der nicht in der Lage ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, der auch nicht bereit ist, in eine Selbsthilfe zu gehen und den Kontakt zu suchen, weil die Konfrontation ist enorm und das ist kein leichter Schritt. Das ist auch nicht was für jeden, ganz bestimmt nicht. Dennoch kann ich jeden nur einladen und ermutigen, kommt zu uns. Wir sind viele nette Menschen. Wir tun keinem was. Wir haben ganz viel Wissen, Informationen. Für alle ein offenes Herz und teilen unsere Erfahrungen gerne und einfach dann zu erleben, zu spüren, wie die Gemeinschaft einen auffängt, wie sie für einen da ist, wie sie auch durch andere wiederum weiter wächst, dieses Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und Teil der Gemeinschaft zu sein, auch was dazu beizutragen, ganz neue Dinge, ganz neue Wege zu gehen, sei es wie Aktionen, die wir aktuell machen, unserer Beleuchtung, in kleinen Dingen was zu tun und einfach mitzumachen. Und da, oder auch jemand, der besondere Talente hat, darf sich auch gerne in unserem Verein melden, und Beiträge leisten. Das heißt, ich bin ein guter Fotograf, ich fotografiere Beleuchtung liebend gerne. Da finden wir bestimmt, Tätigkeitsfelder für jeden Einzelnen. Und ich sage, ich verstehe jeden, für den Verleugnen, Wegschauen, Kopf in den Sand der richtige Weg ist, vielleicht eine Weile lang. Aber eines Tages wird das nicht helfen. Und da ist ein offener Umgang, eine aktive Bewältigung der Krankheit und ein Austausch mit Gleichgesinnten, ist sehr, sehr wertvoll. Und ich kann nur jeden einladen, kommt vorbei. Unser DZNE-Forscher, Dr. Patrick Weidt, aber auch der Professor Ludolf aus Ulm, auch vom DZNE, oder wie vorgestern, mit Professor Landwehrmeier, mit dem wir gesprochen haben, alle drei sind im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Huntington-Hilfe. Wie ist denn die Nähe zur Forschung oder was wird da gemacht? Also da sind wir mega glücklich drüber, über die Situation, die wir da haben. Ich habe es anfänglich schon mal gesagt, die Huntington-Hilfe wurde auch schon von Medizinern, von Familien gemeinsam gegründet. Auch das ist in den USA schon passiert. Das ist ein globaler Effekt, dass Selbsthilfe und Forschung, Wissenschaft sehr, sehr eng beieinander sind. Dass wir als Huntington-Hilfe oder wenn Forscherkongresse stattfinden, dass wir auch bei denen an den Kongressen teilnehmen. Das ist ein wunderbares Miteinander, füreinander. Und wir können auch nicht ohne einander. Von daher sind wir froh, sehr froh über diesen wissenschaftlichen Beirat, die Expertise an unserer Seite zu wissen. Wir machen regelmäßig Online-Seminare oder Vorträge, sei es regional wie auch bundesweit, dass dann aus Neuigkeiten aus der Forschung berichtet wird. Und das ist wirklich schön zu sehen, wenn ich sage, es gibt ein aktuelles Thema und ich frage an, können wir ein Seminar machen am kommenden Wochenende und sofort. Ohne große Zicken kommt jemand und macht dieses Online-Seminar, bereitet das vor, macht es auch ja die in ihrer Freizeit. Und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Wir haben darüber hinaus in Richtung Forschung, gibt ja für unsere Mitglieder den Huntington Kurier, unsere Vereinszeitschrift, die quartalsweise erscheint. Auch da haben wir das sogenannte Telegramm der Wissenschaft. Da wird dann auch von unserem wissenschaftlichen Redakteur aufgezählt, welche Studien laufen aktuell und welche suchen wo, welche Freiwilligen, die mitmachen, um sich da im Zentrum informieren zu lassen, mitzumachen. Und da sind wir auch als Huntington-Hilfe immer wieder dabei, um aufzuklären. Wir drängen niemanden zur Forschung in keiner Weise. Wir freuen uns, wenn Leute bereit sind, diese Helden zu werden.
neue unerprobte Medikamente zum ersten Mal an sich ausprobieren zu lassen. Aber wie gesagt, wir würden es niemandem dazu drängen. Wir klären auf und stehen da auch bei Rat und mit Rat und Tat zur Seite. Und das ist wirklich, wirklich schön, dass wir diese enge Verzahnung zur Forschung haben. Und auch darüber hinaus zur Forschung, wir sind ja auch in Kontakt mit Pharmaunternehmen, also nicht nur den Forschern selber, sondern auch mit Unternehmen, die inzwischen auch auf uns als Deutsche Huntington-Hilfe zukommen und uns anfragen, erklären, was ihre Projekte sind, was sie in Deutschland machen und mit uns, so mit Advisory Boards, mit uns in Kontakt treten oder auch gemeinsame Projekte seitens der Forschung, seitens der Pharmaunternehmen angehen. Und auch da freuen wir uns auch wirklich über ein gutes Miteinander, dass solche Dinge möglich sind. Also die Verzahnung mit der Forschung ist sehr gut und darüber sind wir sehr, sehr froh. Das gibt uns Mut, auch immer wieder die frischesten Informationen zu haben und auch zu sehen, wie viele Menschen für Huntington aktiv sind, wie viele Forscher es gibt, die weltweit sich engagieren, sich einsetzen. Da gibt es die großen Kongresse, die internationalen, wo dann auch wirklich die Familien mit dabei sind und das wiederum den Forschern wiederum sehr motiviert, zu wissen, für wen sie das denn tun, deren Geschichten zu hören. Und wir haben eine Plattform, wo man die Forschungsergebnisse nachlesen kann in Laiensprache. Das nennt sich HDBuzz. Da werden in Laiensprache werden die Forschungsergebnisse aufbereitet und das unterstützen wir auch wiederum von Deutsche Huntington-Hilfe, dass man das, dass es übersetzt wird, dass es auf Deutsch verfügbar ist, damit das jeder nachlesen kann. Es ist uns ganz wichtig, dass die Leute gut informiert sind, was in der Forschung passiert. Ja, und wir haben gestern ja von Alina nochmal gehört, sie hat sich sehr für die Huntington-Ambulanz ausgesprochen. Da haben wir eine mit Patrick Weidt hier in Bonn vom DZNE und in Ulm bei Professor Ludolf und Professor Landwehrmeier. Wie ist da die Erfahrung? Was sollen denn die Betroffenen machen? Also, wenn sie die Diagnose haben? Ganz klar, also das ist einer unserer ersten Tipps. Schauen Sie bitte mal nach oder wir geben die Deutschlandkarte den Link weiter. Wo ist denn das nächstgelegene Huntington-Zentrum? Weil da sind die Experten, da nimmt man sich richtig viel Zeit für eine gute Aufklärung, Beratung, medikamentöse Einstellungen, auch guckt schon Richtung Reha-Maßnahmen, alles, was so möglich und denkbar ist. Man wird auch in Huntington-Zentrum, wenn wir über Forschung gesprochen, wird dort aufgeklärt, welche Möglichkeit man hat, sich an der Forschung zu beteiligen. Sei es die weltweite Beobachtungsstudie Enroll-HD, an der jeder aus einer Huntington-Familie teilnehmen kann, oder darüber hinaus wirklich bis hin zur Medikamentenerprobung. All das erfährt man in einem Huntington-Zentrum. Manch anderes Huntington-Zentrum hat darüber hinaus vielleicht einen Sozialarbeiter, der einen unterstützen kann mit Antragstellungen. Oder es gibt Logopäden, die einen unterstützen mit einer Schluckanalyse. Da gibt es verschiedene Disziplinen in Huntington-Zentren. Das ist auch auf den Seiten immer erklärt, was sie machen, was sie nicht machen. Ernährungsberatung hat ja auch nicht jeder. Wir würden uns mehr wünschen, dass das flächendeckend so ist, dass man zwar überall und in den kürzesten Wegen zu dem Huntington-Zentrum kommt, aber auch wer den weiteren Weg in der Lage ist, ihn anzugehen, macht das und ist damit immer wieder gut beraten, zu den Huntington-Zentren einfach zu gehen, weil da sind die Experten und die kennen sich am besten aus. Die Forschung, Sie haben's ja, du hast es ja gerade schon gesagt, da wird ja eifrig gearbeitet, aber das ist natürlich immer ein Blick in die Zukunft. Wie könnte man denn im Hier und Jetzt auch mit dem Wissen, dass es noch unheilbar ist, wie könnte man jetzt mehr für Betroffene tun? Also was müsste passieren? Also ich habe gerade einen Punkt schon angesprochen, also die medizinische Versorgung, sei es regional durch Hausärzte, Neurologen, ist zum Teil minderwertig, weil die Ärzte nicht das aktuelle Wissen haben und nicht vermitteln. Das ist für uns ein großer Punkt, dass die Ärzte einfach besseres Wissen haben oder die Offenheit auch haben zu sagen, ich bin nicht der Experte, aber ich kenne jemanden, der weiß, wo ein Huntington-Zentrum ist. Da kannst du dich informieren, geh bitte dahin. Also da fängt schon an in der medizinischen Versorgung. Die Huntington-Zentren, die sollten wirklich regional überall verfügbar sein und nach besten Möglichkeit all diese Disziplinen aufzeigen, damit die Huntington-Familie einfach bestmöglich unterstützt. Es kann auch nur psychologische Unterstützung geben. Das wäre wirklich ein Traum, wenn es diese Art von Unterstützung gibt. Was auch noch wichtig ist, ist ja eine finanzielle Unterstützung, einen oder jemanden so eine Art Lotsen zu haben. Das wäre toll, der einen einfach mal ja sagt, welche Möglichkeiten man hat. Also wir als Huntington-Hilfe können die Einzelfälle natürlich betreuen, aber wenn wir alle 10, 40.000 Mal gefunden haben,
dann wird es auch für uns schwierig darzustellen, einfach einen Hunting-Lotsen zu haben. Jemanden, der weiß, welche finanziellen Anträge, Möglichkeiten ich wo wie habe, der aber dann mit unserem Wissen, wir haben ja auch schon zum Teil Formulierungshilfen da, dass einfach den Familien wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht, das alles nochmal unterstützt bei der Antragstellung und dass die Familien wirklich das auch bekommen, was sie benötigen, der so ein Stück weit die Arbeit abnimmt, diesen Papierkram, den vielleicht ein Angehöriger heute hat und gar nicht so stemmen kann, weil er einfach nicht der Experte in solchen Dingen ist und allein schon mit seiner Situation, dem Erkrankten, genügend andere Aufgaben hat, um die er sich besser kümmern kann. Also so eine Art Lotsensystem, das wäre toll. Was auch den Familien wirklich helfen würde, ist das Thema dass es die Krankheit bekannter ist. Dass man nicht diskriminiert wird, als Betroffener angesehen, als Betrunkener angesehen wird, Entschuldige. Und dass man das Huntington bekannt wird, einfach, dass man weiß, es gibt die Krankheiten, es ist schwer und auch was das für die Familien bedeutet, weil zum Teil sind die Familien wirklich isoliert und die Erkrankten, das soziale Umfeld zieht sich zurück, die Kontakte lassen nach, weil auch die Familie, die Freunde, der Bekanntenkreis auch überfordert ist und mit der Situation nicht umgehen kann. Dabei sind die so wichtig, wenn man einen Nachbarn eine Zeit hat und eine Stunde mit dem Erkrankten verbringt, damit der Angehörige mal rausgehen kann. Das ist so wichtig, aber das ist leider das Gegenteil ist der Fall. Und von daher ist Aufklärung so wichtig und zu zeigen, es gibt die Möglichkeiten, es gibt das Wissen, es gibt die Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann und auch für nach außen an die Gesellschaft. Es gibt uns auch, vergesst uns nicht und bitte nicht jeden, der torkelt, der nicht richtig laufen und sprechen kann, der eine neurologische Störung hat, nicht als betrunken anzusehen. Das wird uns schon sehr helfen. An dieser Stelle würde ich vielleicht einmal kurz zu den Leuten sprechen, die uns gerade zugucken. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Wir können am Ende ein paar davon gerne beantworten, wenn die Möglichkeit noch besteht. Und schreibt einfach rein. Wir schauen dann da nochmal drüber. Genau, was mir auch aufgefallen ist beim Durchschauen der Webseite, dass ja doch sehr viele sehr pragmatische Sachen dahinter stehen. Also wie du ja gerade auch schon angesprochen hast, also sehr viele Flyer zum Thema, wie man irgendwelche Hilfen beantragt. Also das sind ja Sachen, da hätte ich jetzt von außen gar nicht dran gedacht, wie gestern auch die Frage aufkam bei Alina, hat sie eine Pflegeversicherung abgeschlossen, bevor sie diesen Test gemacht hat. Also das sind ja Sachen, die würde man wahrscheinlich von vornherein erstmal gar nicht unbedingt auf dem Schirm haben, dass man sowas in Erwägung ziehen würde. Sie hat auch erzählt, bevor sie sich hat testen lassen, dass sie dann in psychischer Beratung auch war. Wie läuft denn sowas ab? Also ist das was, was dann auch von der Huntington-Hilfe dann angeraten wird? Oder wie kommt man dann dazu? Oder muss das Eigeninitiative sein? Oder kommt der Arzt um die Ecke? Also zum einen, die genetische Untersuchung bei der Huntington-Krankheit ist durch eine Richtlinie geregelt, wie das funktionieren soll. Dass es mehrere Beratungsgespräche gibt, dass man sich vorher über Versicherungen Gedanken macht, bevor man zum ersten Termin geht, dass man jemanden mitnimmt zur Ergebnisbekanntgabe, dass man Wartezeiten hat zwischen den Terminen, dass man gut aufgeklärt wird. All das ist geregelt in dieser Richtlinie, die eine Richtlinie ist, also nicht gesetzlich. Das heißt, es gibt viele, die es anders machen, was im Einzelfall auch gut sein kann, dass man nicht so lange Wartezeiten hat. Aber da nehmen wir auch wahr, dass die Praxis eine andere ist, wie es gelebt wird. Zum Beispiel, wenn wir dann mitbekommen, dass, nee, es ist nicht der Fall, dass Leute das Ergebnis nach Hause geschickt bekommen. So krasse Fälle gibt es jetzt nicht. Aber einfach, dass die Beratung nicht gut ist, die Aufklärung nicht gut ist, die Leute am Ende gar nicht wissen, jetzt habe ich einen CAG-Wert bekommen und was heißt das jetzt für mich? Dann sage ich, da hat die Beratung nicht funktioniert. Da haben wir als Deutsche Huntington-Hilfe auch gemeinschaft mit dem unser wissenschaftlicher Beirat oder wir haben auch ein Huntington-Konsortium. Die haben sogenannte Empfehlungen ausgesprochen, wie der Gentest ablaufen soll und dass wir auch auf die Einhaltung der Richtlinie hinwirken, dafür uns aussprechen, auch wenn es für den Einzelnen wirklich hart ist. Ich muss jetzt warten, ich werde gezwungen zu warten. Sagen wir rückblickend, die Wartezeit war gut, um sich wirklich nochmal zu festigen und den Entschluss wirklich treffen zu wollen für sich selber. Ich will mein Gentestergebnis wissen. Was wir da haben, sind auch so nochmal so Hinweise, so wie läuft denn der Gentest ab? Gerade nochmal in einfachen Worten, so eine kleine Checkliste haben wir da. Auch was ich damals auch für meine Genuntersuchung damals sehr, sehr hilfreich fand, das ist eine Unterlage, die nennt sich Denkanstöße. Was bedeutet das ein oder andere Ergebnis denn für mich? Wie wird sich denn mein Leben verändern und wie werde ich denn dann weiterleben? Also ich bin ja noch immer der gleiche
Wie immer gesunde Mensch, wie ich am Tag vor der Ergebnisbekanntgabe war, ich habe nur ein Wissen um meine Zukunft, das andere Menschen nicht haben. Ich weiß, dass die Krankheit wird ausbrechen. Ich weiß nicht, wann sie ausbrechen wird. Ich weiß nicht, wie sie ausbrechen wird. Aber mit diesem Wissen, wie kann ich denn damit weiterleben? Wie verändert sich denn ja mein Verhältnis zu meinem Partner? Zu was mache ich mit meiner Arbeit, meiner Lebensplanung? Da gibt es solche Dinge, Anstöße, die habe ich damals mich selber auch durchdacht und einfach auch meine Entscheidung auch zu festigen, auch zu wissen, nee, ich bin noch nicht so weit. Ich kann die Zahnpasta geht nur einmal aus der Tube raus, die geht nicht wieder zurück. Ich kann das jetzt nicht machen. Den Umschlag kann ich nie wieder verschließen, wenn er mal offen war. Ich bin jetzt nicht bereit, mein Testergebnis zu erfahren. Ich mache es in ein paar X Jahren oder dann, wenn ich einfach so weit bin. Und da haben wir jede Menge Informationen und was wir ganz oft den jungen Leuten einfach raten und wie auch alten Menschen, wenn sie den Schritt wagen, zu gehen, schon in Untersuchung zu gehen, rede mit Gleichgesinnten. Mit denen, die sich entschieden haben, ich will es nicht wissen, mit denen, die es gemacht haben, die negativ waren, die positiv waren. Ein Punkt, den ich selber nicht bedacht hatte, bei der Huntington-Erkrankung gibt es ja so eine sogenannte Grauzone, dieser Bereich von 36 bis 39 CAGs, wo man es eventuell bekommen könnte. Und das ist für mich, das wusste ich damals nicht. Wenn das rauskommen würde, dann bin ich so schlau wie vorher. Entweder ich bekomme es in meinen Lebzeiten oder ich bekomme es nicht. Das wäre eine Variante gewesen, mit der hätte ich persönlich nicht umgehen können. Wenn ich wusste, es könnte in der Graubereich rauskommen, hätte ich es für mich eher entschieden, ich will das nicht wissen. Ich will wissen, ja oder nein, hopp oder top, aber nicht, dass die Münze nicht auf der einen oder anderen Seite liegen bleibt, sondern auf dem Rand stehen bleibt. Das brauche ich nicht. Ja, vor allen Dingen, so wie Sie, ich zitiere das nochmal, das Weglaufen kann man nicht vor der Zukunft und auch nicht vor der Erkrankung. Und in dem Flyer schreibt ihr dann auch noch von verschiedenen Phasen, die man da so durchlebt. Wie ist denn die Erfahrung? Kann man da den Leuten Mut machen, dass man das auch schafft? Weil das ist natürlich ein Spruch. Also weglaufen kann man nicht vor der Zukunft. Da muss man schon paar Phasen vielleicht hinter sich haben, um das dann so anzunehmen, dann für sich. Also wie ist da so der typische Werdegang eines Huntington-Erkrankten, der vielleicht erstmals in der Huntington-Hilfe auftritt? Also wenn er schon bei uns aufgeschlagen ist, dann hat er ja schon die erste große und Okay. größte Hürde vermutlich genommen. Weil es fängt ja eher schon damit an, dass ja auch zur Huntington-Krankheit die Krankheitsverleugnung gehört und die Nicht-Einsicht der Krankheit. Das ist eher was, wo Familien drunter leiden oder das miterleben, dass der Betroffene, man könnte doch so viel machen, man könnte mit Medikamenten demjenigen ja helfen, aber er will das einfach nicht oder auch andere Dinge zu tun. Ja, also wer mal bei uns war, der ist schon ein Stück weit offen für diesen Prozess, für diesen Schritt. Aber natürlich, jeder hat seinen Umgang mit der Erkrankung, da kann man auch jetzt nichts überstülpen. Wir können nur aus anderen Geschichten den Leuten Mut machen, wie es bei anderen gelaufen ist, zu zeigen, das, was du gerade durchmachst, das haben andere auch schon gemacht, durchgemacht und es ist. Wir sind an deiner Seite und wenn du auch heute sagst, heute habe ich jetzt mal genug gehört und gesehen, das reicht mir jetzt erstmal, ich bin jetzt mal wieder abgetaucht, das kommt sehr häufig vor und wer dann in ein paar X Jahren wieder auftaucht, ist wieder herzlich willkommen bei uns und bekommt dann die gleiche Herzlichkeit entgegengeströmt und kann dann einfach auch die dann Fragen stellen und dann ja für uns, wie sagt man, ja, mit uns den Weg gehen. Wir begleiten gerne. Jetzt haben wir zwei Fragen, würde ich mal hier pro Mhm. forma einfach mal stellen. Da schreibt Saro 86621. Hallo, ist es sinnvoll, zu einem Neuropsychologen zu gehen? Ganz bestimmt. Also wir haben viele Familie, viele Betroffene, die psychologische Unterstützung brauchen. Jemand, der sich gut auskennt, ist schwer zu finden, mit Huntington Erfahrung zu haben. Wir haben ein bisschen Infomaterial, also gerade in Richtung diese Denkanstöße auch. Wenn jemand sagt, ich bin auf einer Suche nach einem Psychologen und ich habe zwar keinen mit Huntington Erfahrung, aber einen, der für Huntington offen ist. Auch für den können wir dann auch was mitbieten und sagen, probiert es mal über diesen Weg. Wenn jemand die Offenheit hat, zum Psychologen zu gehen und ein Psychologe, der offen ist für Huntington, das kann gut funktionieren. Mit einer Erwartungshaltung losziehen, ich brauche den Psychologen, der schon x Huntington-Patienten betreut hat, das wird nicht funktionieren aufgrund der Seltenheit der Erkrankung. Aber jemand, der für eine psychologische Beratung, Neuropsychologische Beratung offen ist, auf alle Fälle.
Genau, da geht eigentlich die Jess Mim 2021 in dieselbe Richtung. Sie fragt, gibt es auch Psychotherapeuten, die sich mit Huntington auskennen? Gut, jetzt sagst du natürlich, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele, die generell sich mit Huntington auskennen, aber wahrscheinlich wird ja auch in der Ambulanz es so sein, dass man vielleicht da Ansprechpartner findet. Die werden ja wahrscheinlich auch die Leute vermitteln, oder wie ist das? Ja, zum einen, genau, die können halt aus ihrem Einzugsgebiet schon was vermitteln. Ansonsten haben wir ja auch diese Datenbank, wir können nachgucken. Wir können in den regionalen Gruppen nachfragen, welche Kontakte denn da bestehen, wer schon mal wo gewesen ist, weil man wo Erfahrung da ist. Diese Kontakte geben wir dann auf alle Fälle gerne weiter. Ja, das halte ich wahrscheinlich auch für sinnvoll, weil der Therapeut muss sich natürlich auch ein Bild machen können, was die Krankheit ist, um da mitfühlen zu können und Ja, auch die richtig. richtigen Tipps zu geben. Super, dann danke ich dir recht herzlich für das offene Gespräch und die Einblicke in die Welt der Erkrankten und Betroffenen und der Familien. Und alle anderen Sachen, alle Fragen, die jetzt noch reintropfen, gerne auch nochmal an uns schicken oder an die Deutsche Huntington-Hilfe. Die beantworten wir natürlich super gerne. Und wir hoffen, dass wir ein Stück weit mit unserer kleinen Themenwoche auch dazu beitragen konnten, dass wir Awareness geschaffen haben durch unseren Huntington-Awareness-Monat, an dem wir auch teilgenommen haben. Und ja, wir forschen, wir haben es ja auch schon gesagt, wir haben mit Dr. Landwehr, Professor Landwehrmeier auch darüber gesprochen, der auch nochmal mit der Generation HD1 Studie was gesagt hat, da nickt Michaela schon direkt, die bestimmt ein Riesenthema auch innerhalb der Selbsthilfegruppe ist, der aber zum Glück uns so ein bisschen positiv gestimmt hat, der gesagt hat, zwar sind die Ergebnisse nicht die gewünschten gewesen, aber trotzdem heißt das nicht, dass die Studie gescheitert ist, weil man doch noch daraus wertvolle Dinge rausziehen kann, dass man positiv in die Zukunft schauen kann. Auch fand ich Alina und deine Worte auch sehr positiv gestimmt, dass man nicht den Kopf in den Sand stecken sollte, sondern sich vielleicht mit anderen zusammentut, auch wie bei euch in der Huntington-Hilfe das der Fall ist, um nach vorne zu gucken und natürlich so, wie wir es hier von unserer Seite tun, weiter zu forschen, dass wir Therapien und Medikamente vielleicht für die Zukunft hinkriegen. Dann vielen Dank an alle, die zugeguckt haben. Vielen Dank an Michaela. Vielen Dank an Ja, auch hier Alina ein und dickes Dankeschön, Professor. dass wir das hier machen durften mit dir zusammen. Und die Einladung steht, keiner ist alleine, kommt auf uns zu. Es gibt ganz viel Wissen und Informationen. Und wir haben ein offenes Ohr und ein offenes Herzen. Also, Sehr gut. Dankeschön. Ein super Bis dahin. Schlusswort. Alles Gute Super. und Tschüss. danke fürs Danke Gucken. auch. Tschüss. Tschüss.